20 Jahre jung, 7 Jahre, glaube ich, in der Ausbildung bei der Alemannia, 2 Jahre ist in der Regionalliga gespielt. Gute Voraussetzungen, ne, für die Zukunft. Ja, war ein bisschen mehr. Ich bin seit 12 Jahren in Aachen und ja, jetzt in Düren. Talentierter Mittelfeldspieler, viel gefragt. In Aachen hatte man, sag ich mal, mit Bedauern das angestoßen, dass du den Wechsel nach Düren vornimmst. War das alles so geplant? Aachen hatte doch auch gesagt, wir machen einen Vertrag mit dem Jungen. Ja, wir haben alles besprochen. Wir sind immer noch in Gesprächen. Also wir tauschen uns immer noch regelmäßig aus. Und ja. Regelmäßiger Austausch, aber jetzt sind wir in Düren, einen Vertrag, glaube ich, abgeschlossen für 2 Jahre, wenn ich das richtig sag ich, mitbekommen habe. Fühlst dich wohl, hast du gesagt, nach 2, 3 Tagen schon hier. Bist ja auch schon ein bisschen länger im Geschäft. Wie siehst du denn, sag ich mal, deine eigene Zukunft jetzt hier mit Düren? Ja, also ich versuche hier so viel wie möglich zu spielen und den Verein weiterzubringen, da zu helfen, wo ich kann und natürlich die ganze Zeit Gas zu geben. Hast natürlich 2 Jahre in der Regionalliga mit Alemannia gespielt, jetzt die letzte Saison erfolgreich, Aufstieg in der dritten Liga. Da nimmt man ja schon einiges mit, zum neuen Verein, oder? Auf jeden Fall. Also sehr viel Erfahrung gesammelt in den letzten 2 Jahren und konnte auch sehr viel mitnehmen durch den Aufstieg, wie es ist, wenn man oben steht und die ganze Zeit gewinnt, sage ich mal. Ich kannte es ja auch andersrum. Vor 2, 3 Jahren sah es auch anders aus. Deswegen, ich kenne es von beiden Seiten. Von beiden Seiten als Mittelfeldspieler in allen Positionen bist du einsetzbar. Wie sieht es mit Verletzungen aus? Bist du jetzt immer verschont geblieben? Gott sei Dank hatte ich bis jetzt noch keine große Verletzung. Und ich hoffe, das wird auch so bleiben. Und ja. Man kann natürlich noch nicht viel sagen, nach ein paar Tagen Trainingseinheiten hier beim neuen Verein. Aber man hat ja so selbst ein Gefühl, wie bist du denn angenommen worden oder wie fühlt man sich jetzt in dem neuen Kader? Ja, also ich muss sagen, ich wurde top aufgenommen. Die Jungs sind super lieb, super nett. Und bis jetzt alles gut. Paar Trainingseinheiten jetzt hinter mir und soweit ist alles gut. Ich glaube, wenn man das richtig ein bisschen vollzogen hat, man hat auch schon mal so einen Kontakt früher mit dem neuen Trainer hier in Düren, ne? Im Ja, ich Jugendbereich. habe schon mal mit dem Trainer gearbeitet. Wir hatten gute Gespräche und jetzt arbeiten wir wieder zusammen. Arbeiten wieder zusammen für die Regionalliga zu stabilisieren beim ersten FC Düren. Morgen das erste Testspiel gegen Mitkonkurrenten. Hat man sich schon vielleicht jetzt ein paar Gedanken gemacht über den Mitkonkurrenten oder lässt man dann auf sich zukommen? Nee, wir schauen erstmal auf uns, dass wir unsere Sachen erstmal voranbekommen und wir schauen erstmal auf uns und unsere eigenen Sachen. Dann würde ich sagen, vielen Dank für das erste Interview beim Online-Radio Düren. Alles Gute für morgen. Dankeschön.